Vortrag wird ein bisschen gegliedert sein. Ich werde erstmal so ein bisschen einführen, worum geht es überhaupt, warum gibt es diesen Vortrag, warum ist Energiewende wichtig, dann Bestandsaufnahme, wie sieht unser Energiesystem jetzt aus und dann so ein bisschen auf die einzelnen Sektoren eingehen, weil Energie ist sehr viel mehr als Strom, das man in Nachrichten so hört. Und dann gibt es so einen Punkt, den ich halt noch besonders wichtig finde, ist Sektorenkopplung. Das bringst du die Themen zusammen. Und dann die Kosten, können wir uns das leisten? Und ja, wie kommen wir denn dahin? Also zum Schluss so ein bisschen, was ist denn jetzt die Agenda? Kleine Endwarnung vorweg. Der Vortrag ist für Laien und Experten gedacht. Also ich hoffe, dass jeder etwas mitnehmen kann. Vielleicht gibt es mal Details, die ein bisschen zu kompliziert sind für den einen oder anderen oder der eine oder andere langweilt sich bei manchen Themen. Ich hoffe, dass ich für alle was dabei habe und ich versuche immer auf der Tonspur Sachen sehr viel anschaulicher zu machen, als sie in den Abbildungen zum Teil sind. Und wenn nicht, am Ende sehr, sehr gerne Fragen, wenn irgendwas zu verwirren war. Also, warum Energiewende? Ich vermute, manche kennen schon die Warming Stripes. Das ist eine Darstellung der Temperaturänderung in Deutschland der letzten 140 Jahre, solange es schon Aufzeichnungen gibt. Und das ist die durchschnittliche Lufttemperatur und umso röter der Balken oder umso höher der Balken, so wärmer war es in dem Jahr. Man sieht, dass es immer wärmer und wärmer wurde und gerade die letzten zwei Jahrzehnte sind deutlich über dem Durchschnitt. Wir haben hier also ein Problem. Diese ganzen Details, was Klimawandel ist, warum und wie schlimm das eigentlich damit werden kann, hatte ich im letzten Vortrag. Wer daran noch Interesse hat, auch Daten, wenn Recording, ich kann das nochmal rumschicken im Anschluss, wenn er mich fragt. Wir haben jetzt natürlich keine E-Mail-Adresse der Teilnehmer, aber ihr könnt gerne die Parents anschreiben. Genau, das heißt, wir haben hier ein Problem, es wird immer wärmer und es ist nicht mehr abzustreiten. Was heißt denn jetzt, dass es wärmer wird? Hier mal so eine andere Darstellung, die weiße Linie hier unten ist die Durchschnittstemperatur. 2019 waren wir so bei plus 1 Grad global, Deutschland sind wir, glaube ich, eher schon bei 1,5 Grad. Und das geht halt so weiter. Wenn man das in die Zukunft projiziert, wie warm wird es denn werden? Gibt es so verschiedene Szenarien, je nachdem, ob die Menschen sich jetzt zusammenreißen können, ob sie es schaffen, ich sag mal, weniger fossile Rohstoffe zu verbrennen oder mehr, landen wir hier vielleicht bei plus 2 Grad oder bei plus 5 Grad in den nächsten 80 Jahren. Das kann natürlich sein, dass, also das heißt, es gibt durchaus Unsicherheiten in diesen Prognosen, aber die Unsicherheiten sind eigentlich viel kleiner als das, was an Unsicherheit von der menschlichen Aktion kommt. Das heißt, wenn wir wüssten, was der Mensch tun würde in den nächsten 80 Jahren, ist der Fehler, der dadurch kommt, viel kleiner als das, was dadurch zustande kommt, dass die Physik nicht verstanden ist. Und wenn man nochmal 100 Jahre weiter in die Zukunft geht, geht das halt nur so weiter. Wenn man sich jetzt anguckt, was heißt denn jetzt so und so viel Grad Erwärmung? Ein Grad, also bis zu 1 Grad heißt extremes Wetter wird intensiver und häufiger. 1 bis 1,5 Grad heißt, wir haben geringe Ernteerträge im äquatorialen Raum. Das heißt natürlich auch Hunger und Not und Flucht aus den Regionen. Wir werden immer mehr Hitzewellen, Dürrekatastrophen kriegen, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad. Das ist das, was wir jetzt gerade betreten, diese Region in Deutschland. Und ab 2 Grad wird es halt ein bisschen ungemütlicher. Dann werden manche Sommer draußen so heiß sein, dass der Aufenthalt im Freien tödlich ist. Das wird in Ländern wie Indien anfangen, aber das wird, wenn wir ein bisschen höher gehen, auch bei Italien landen. Das heißt, demnächst, also das Ende des Jahrhunderts, werden vermutlich weite Landstriche Italiens, wenn wir nicht aufpassen, unbewohnbar sein. Und die Leute müssen umziehen. Ab 3 Grad haben wir ein hohes Risiko, Kipppunkte zu überschreiten. Also letztes Mal viel darauf eingegangen. Das heißt, das ist so eine Art Aufwärtsspirale. Selbst wenn wir spontan aufhören würden, Öl und Gas und Kohle zu verbrennen, würde es trotzdem wärmer werden. Wir haben mehr und mehr Hungersnöte und Dürren, die würden zu Kriegen, Katastrophen führen. Und umso heißer es wird, ab 4 bis 5 Grad, also 5 Grad gehen wir mal nach ganz oben, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man jetzt halt sich wirklich reinhängt mit dem Kohleverbrennen, einfach ungebremst so weitermacht, dass wir das in 100 Jahren haben. Das heißt, Hot House Earth, so warm war es in den letzten Jahrmillionen nicht. Und man sagt, ungefähr 1 Milliarde Menschen hat dann noch genug zu essen auf der Welt. Was das dann genau heißt, das Jahr 2100, dann ist meine jüngste Tochter 86, möchte ich mir nicht im Detail vorstellen. Also ich würde mal sagen, wir einigen uns drauf, das möchten wir nicht. Wer da mehr Details zu will, kann ich gerne Recording schicken. Genau, was heißt das denn jetzt aber für uns? Und jetzt, was machen wir denn jetzt? Das heißt, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre, vereinfacht gesagt, aufhören muss zu steigen. Der muss irgendwo konstant werden. Es darf nicht mehr CO2 werden. Und
Das heißt nicht, dass wir, genau, und so früher es weniger, also früher es aufhört anzusteigen, umso weniger wird es warm. Das heißt, auch wenn jemand sagt, oh, das 1,5-Grad-Ziel schaffen wir ohnehin nicht, egal, umso weniger es warm wird, umso besser lebbar wird, bleibt dieser Planet. Wir müssen halt irgendwann aufhören, alle fossilen Rohstoffe zu verbrennen, überall, nicht ein einziges Kilo Kohle mehr. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir jetzt sagen, hey, das 1-Liter-Auto löst unser Problem, das wurde mal in den 2000ern, glaube ich, propagiert, ein Auto mit nur 1 Liter Spritverbrauch. Na, wenn man überlegt, das verbraucht ja immer noch 1 Liter Öl pro 100 Kilometer. Damit wird die Kurve halt langsamer ansteigen. Sie steigt aber immer noch an, es wird immer noch heißer. Selbst wenn wir sagen, na, wir fahren jetzt halt weniger Auto, das löst das Problem immer nicht, weil solange noch ein einziges Verbrennungsauto fährt, steigt diese Kurve des CO2s an. Wir müssen also alle loswerden, umso früher, umso besser. Wenn wir jetzt sagen, na, wir machen das auf individuellen, freiwilligen Aktionen. Ich sag mal, vielleicht gibt es in Deutschland ein Wählerpotenzial für die Grünen von 25%. Und die hören jetzt alle auf, fossile Brennstoffe zu nutzen, was in unserer Wirtschaft gar nicht möglich wäre, dann hätten wir ein Viertel weniger Ausstoß. Das heißt, die Kurve würde ein Viertel langsamer ansteigen. Also würde immer noch steigen. Das heißt, wir müssen irgendwas Radikales kurz- bis mittelfristig machen. Und es ist nicht individuell. Individuell ist schön und gut, macht Beispiele, andere machen es nach, kann Politik motivieren, da komme ich am Ende nochmal zu, weil wir brauchen etwas Großes. Gut, und wie machen wir das jetzt? Bestandsaufnahme. Ich gehe in diesem Vortrag hauptsächlich auf das Energiesystem ein, weil das für ungefähr, ich glaube, 2 Drittel der Treibhausgase verantwortlich ist. Dann gibt es noch einiges in der Landwirtschaft. Da bleiben wir mal bei Energie. Das ist der Schwerpunkt heute. Da gibt es halt, ich sag mal, eine Energiegewinnung. Das ist momentan ganz viel fossil. Was man da machen müsste, ist natürlich mehr erneuerbare Energie, ja, Produzenten aufbauen, ich sag mal, Windräder und Co. Und Solaranlagen. Fossile Kraftwerke sollte man stilllegen. Energie wird irgendwie transportiert. Das sind die schönen Stromtrassen zum Beispiel. Energie wird zwischendurch auch gespeichert, weil gerade beim Strom gibt es das Problem, der muss in der gleichen Millisekunde verbraucht werden, wie er hergestellt wird. Ich kann nicht also jetzt herstellen den Strom und morgen verbrauchen. Wenn jetzt Sonne scheint, muss ich auch jetzt den Strom aus den Solarzellen verbrauchen. Das klappt erstaunlich gut, aber trotzdem braucht man Speichern. Und Sektorenkopplung, komme ich zum Schluss nochmal drauf. Und es gibt Verbraucher. Naja, wir sollten natürlich weniger verbrauchen. Und wenn man den Verbrauch elektrifiziert, gibt es auch noch ein paar schöne Effekte. Da komme ich auch nochmal dazu. Im Prinzip muss man alle diese Dinge tun, um das zu verbessern. Das Schöne ist, um der Grafik nochmal zu bleiben, wenn jetzt jemand sagt, naja, aber wenn du ein Elektroauto nutzen würdest, dann hat ja die Herstellung immer noch fossile Energien benutzt. Nee, eigentlich nicht. Wenn die komplette Energiegewinnung auf erneuerbar umgestellt wurde, dann wurde auch dieses Auto mit erneuerbaren Energien produziert. Und es wäre damit grün, auch in der Herstellung. Das heißt, viele von diesen Argumentationen, aber die Herstellung hat ja gekostet, kann man damit kontern, naja, solange die gesamte Energiegewinnung grün ist, ist auch jedes Produkt in seiner Herstellung grün gewesen. Wo kommt die Energie heute her? Wenn man sich mal den ganzen Energiemix 2019 anguckt, gibt es hier 15%, die sind erneuerbar. Und dann ist der Rest irgendwie Braunkohle, Steinkohle, das ist das hier vorne. Dann gibt es irgendwie Kernenergie, die sind mit 6%. Dann gibt es ja blaue Mineralöle, das ist effektiv den ganzen Spritverkehrssektor. Das heißt, 15% ist jetzt erneuerbar. Im Strommarkt, wenn wir jetzt also nur Elektrizität angucken, sind es 55%. Die Welt ist halt noch sehr viel mehr als Strom. Und das ist etwas, was man sehr oft übersieht, wenn man sich über diese hohen erneuerbaren Stromausbeuten freut. Naja, wir haben halt noch andere Sektoren. Beim Strom aber allerdings geht es in den letzten 20 Jahren echt aufwärts. Ich erinnere mich noch so als Kind, Tagesschau, wir haben jetzt irgendwie 7% erneuerbare Energien. Da wurde mal gesagt, aber Experten glauben, dass nicht mehr als 15% möglich sind. Also 2020 sind wir bei 55% im Strommarkt. Also mittlerweile wird der meiste Strom grün hergestellt in Deutschland. Aber leider gibt es halt noch viele Sektoren, die noch nicht mit Strom betrieben werden. Und da müssen wir hin. Wenn man sich anguckt, wofür wird Energie benutzt? 20% ist ungefähr Strom, 30% ist Verkehr, also Verbrennungsautos, mal ohne die paar Stromautos gerechnet. Und dann ungefähr die Hälfte ist Wärme und Kälte. Jetzt gibt es noch ein bisschen andere Sachen, so etwas wie chemische Industrie, Zement, Stahl. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. Also das Bild ist leider nicht ganz vollständig, aber so in etwa. Das heißt, wenn wir selbst wenn wir den ganzen Strommarkt allen mit erneuerbaren Energien ja, ausstatten würden, wäre das Problem nicht gelöst. Wir müssen auch uns die anderen Sektoren angucken. Wenn man sich jetzt über alle Sektoren gemeinsam anguckt, wie viel Prozent, wo da
wo erneuerbare Energien eingesetzt werden. Sieht man das von allen erneuerbaren Energien, ist ja, 10% Photovoltaik, das geht in den Strom rein, Windenergie geht in den Strom rein, Wasserkraft geht in den Strom. Dann gibt es noch was für Biogene, also Biomasse, die verbrannt wird und raus Strom gemacht. Das heißt, die Hälfte hier ist Strom. Dann gibt es so ein bisschen Biokraftstoffe, 7%, da kommen wir später nochmal drauf hinaus. Und dann gibt es ja Wärme, ich sag mal, Pellets, Hackschnitzel zu Hause verbrennen, um damit zu heizen. Es ist ein bisschen Geothermie zum Heizen und es gibt hier Solarthermie zum Heizen, also die Panels auf dem Dach, die Wasser erwärmen. Wenn man sich jetzt mal nur den Strombereich anguckt, sah das über die letzten 20 Jahre so aus, wie es sich entwickelt hat. Jetzt sind hier die verschiedenen Farben, die verschiedenen Energiequellen. Ganz unten, total flach, ist die Wasserkraft. Die ist nicht mehr geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist erstmal die billigste erneuerbare Energie. Die Menschen nutzen das schon seit 100 Jahren. Ich glaube, auch die ersten großen Kraftwerke waren ganz oft Wasser, weil es einfach aufzubauen ist, aber da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Alle großen Flüsse sind verbaut, also in Deutschland kann man da nicht mehr viel machen. In anderen Ländern schon, Norwegen zum Beispiel. Genau. Jetzt gucken wir mal, was ist denn hier sonst noch passiert in der Zeit. Wind onshore, das ist hier hellblau. Das sind halt Windkraftanlagen an Land. Da sind sehr viele gebaut worden. Man sieht, es ist extrem aufwärts gegangen. Am Anfang war das der erste Boom. Zum Schluss kommt noch hier das bisschen dunklere hinzu, das ist Wind Onshore, also Windanlagen in der See, also die im Meer aufgebaut werden. Was gibt es noch? Nächste Block hier ist Biomasse. Man sieht, ja, das war immer dabei, ist so ein bisschen mehr geworden. Und dann ist die Photovoltaik ja ganz stark gewachsen, speziell so ab Jahr 2007. Ab 2015 nicht mehr ganz so stark, weil die Bundesregierung etwas dagegen unternommen hatte. Das war ein bisschen schade, sonst wären wir schon viel weiter. Das heißt, wir sehen, die stärksten Elemente momentan sind Wind und Solar. Der Rest ist nett, aber da passiert nicht mehr viel. Auch bei der Biomasse passiert nicht mehr viel. So, genau. Wenn man jetzt nicht mal Wind und Solar anguckt, dann gibt es immer diesen schönen Kampfbegriff Dunkelflaute. Also was wäre denn, wenn nicht die Sonne scheint und es draußen windstill ist? So, ich sag mal, ein windstiller Tag im Januar. Dann haben wir doch keinen Strom mehr, das wäre doch schlecht. Mal so zwei Argumente dagegen. Es passiert unheimlich selten. Und wenn, wissen wir das vorher. Wenn man sich also einfach mal Sommer, Winter anguckt, die Monate, sieht man, der Windstrom, hellblau hier, geht im Sommer runter, wird immer weniger. Dafür habe ich im Sommer viel mehr Photovoltaik. Das heißt, es hebt sich in etwa auf. Das heißt, diese Schwankungen zwischen Wind und Photovoltaik ergänzen sich perfekt, weil meistens sind dunkle Tage sehr windig und meistens sind sehr sonnige Tage nicht so windig im Mittel. Und vor allem, wenn man ein großes Land hat, eine große Fläche, ist auch nicht überall das gleiche Wetter. Man hat also einen gewissen Ausgleich. Und für die Tage, wo man es doch ausbraucht, kann man speichern. Da komme ich später drauf hinaus. Oder andere Maßnahmen machen. Zweite Aussage, Zappelstrom. Naja, was mache ich denn nachts? Da ist es ja dunkel. Wo kriege ich denn den Strom her? Erstens kann man von innerhalb eines Tages ziemlich gut speichern, weil man halt den Speicher oft leer und voll machen kann, ein-, zweimal am Tag. Das ist also eigentlich für sowas wie Akkus und so super oder Pumpspeicherwerke. Zweitens brauche ich das gar nicht. Das ist jetzt mal eine Grafik hier. Das ist eine Woche in dem April diesen Jahres. Die Gesamthöhe der Kurve sagt, wie viel Strom erzeugt wurde und die verschiedenen Farbanteile sind, wo kommt der Strom her. Was man sieht, es gibt immer so, das ist eine Woche, es gibt hier also sieben Zacken, sieben Kamelhöckern und das ist immer tagsüber, wenn viel Strom verbraucht wird. Wenn die Leute zur Arbeit gehen, wenn die Fabriken laufen, wenn Leute kochen, staubsaugen, was auch immer. Und nachts wird viel weniger Strom verbraucht. Das Spannende ist, tagsüber scheint die Sonne, das heißt, dieser gelbe Klecks hier oben drauf ist die Photovoltaik. Das heißt, durch diesen zappeligen Photovoltaikstrom haben die anderen Kraftwerke, können konstant durchlaufen. Sie brauchen jetzt nicht mehr am Tag plötzlich doppelt so viel produzieren wie nachts. Das heißt, die Photovoltaik ist sogar, man nennt das Netz dienlich, sie hilft dem Stromnetz dabei, stabiler zu werden. Man sieht auch, es gab hier in der ersten Wochenhälfte so einen großen Anteil Wind, in der zweiten Wochenhälfte ist der nicht mehr da. Man sieht aber auch, dass der Verbrauch weniger geworden ist. Woran liegt denn das? Naja, die großen Verbraucher richten sich nach dem Angebot und sie merken halt, oh, weniger Wind ist da, Strom an der Börse wird teurer. Naja, dann verschieben wir halt mal diese eine Aktion. Das heißt, es gibt durchaus Last, die reagiert einfach auf das Angebot und sagt, na, wenn nicht so viel da ist, verbrauchen wir halt nicht so viel. Können wir Geld sparen.
Übrigens, diese Grafiken gibt es auch alle im Netz unter Energy Charts. Ist eine Seite vom Fraunhofer. Jemand, der sich mit Zahlen und sowas beschäftigen will und so Statistiken gerne mag, ist ein wunderschönes Spieltool. Verkehrssektor. Was passiert denn da? Das hier ist eine Grafik, die habe ich mal waren vielen Zeitungen drin, FAZ, Süddeutsche habe ich sie mal gesehen. Angenommen, wir haben ein Auto, hier ganz unten dargestellt. Das möchte 100 Kilometer fahren. Wie viel Energie brauche ich dafür? Also Bewegungsenergie, die quasi dann in eine Geschwindigkeit umgesetzt wird, die gegen den Rollwiderstand ankämpft, die gegen den Wind ankämpft. Sagen wir mal ungefähr 11,6 Kilowattstunden. Wo kommt diese Energie her? Naja, könnten halt sagen, das ist ein Verbrennungsmotorauto. Dann kann man gucken, wie effizient ist so ein Verbrennungsmotor. Also um diese Energie für die Bewegung zu erzeugen, wie viel Diesel muss ich da reintun? Man sieht, das wird immer mehr. Das heißt, der Verbrennungsmotor verschwendet sehr, sehr viel, indem er heiß wird. Man sieht das an Verbrennungsautos ganz gut. Die haben vorne einen riesen Kühlergrill, haben Elektroautos nicht. Und da geht die meiste Energie rein, ungefähr 3/4. Dann hat aber dieser Diesel auch in der Herstellung, im Transport, auch Energie benötigt. Das heißt, ich bin am Anfang beim Erdöl bei dieser Energiemenge. Das kann man in Liter umrechnen, will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Wenn man aber guckt, wenn ich das jetzt anders betreiben würde, angenommen, ich hätte ein Auto mit Elektromotor, hätte der Motor kaum eine Verschwendung. Die Batterie entladen und laden hat ein bisschen Verlust. Trotzdem sind die Kreise hier beim Strom viel kleiner. Wenn ich jetzt diesen Strom aus dem Windrad kriege, sehe ich, dass ich noch viel weniger Energie am Anfang brauche. Das heißt, am Anfang, wo ich dieses Diagramm gezeigt habe mit, es gibt 20% Strom, es gibt 30% Verkehr, 50% Wärme, wir können das auch auf Strom umstellen, diese 30% vom Auto. Und das Tolle dabei ist, der Kuchen wird dadurch viel kleiner. Das heißt, wenn ich nicht Diesel nehme, sondern Elektroautos, brauche ich plötzlich nur noch ein Drittel der Energie. Und das ist quasi ein schönes Stichwort, wie können wir effizienter werden, indem wir Sachen elektrifizieren, weil Verbrennungsanlagen haben unheimliche Verluste, Elektromotoren nicht und Akkus auch nicht und Stromnetztransporter auch nicht. Und selbst wenn ich das Ganze aus Kohle holen würde, den Strom, ist es immer noch weniger Primärenergie, weil so ein Kraftwerk viel effizienter ist als ein Verbrennungsmotor. Die Diskussion brauchen wir gar nicht aufmachen, das hat niemand vor. Was aber manche Leute vorhaben, ist Wasserstoff zu nutzen. Wasserstoff ist ein Gas, das kann man aus normalem Wasser herstellen, steckt man zwei Drähte rein, legt eine Spannung an, dann blubbert das an diesen Drähten so rum, hat vielleicht jeder mal in der Schule gemacht, Knallgasexperiment, und an einem Stab steigt dann Sauerstoff auf, also O von dem H2O, und im anderen Stab steigt Wasserstoff auf, also das H2 von dem H2O-Wasser, und dann fange ich das eine Gas auf und habe Wasserstoff. Das heißt, ich muss aber erstmal Strom reinstecken an diese zwei Drähte. Wenn man sich jetzt diesen Pfad hier guckt, wenn ich ein Wasserstoffauto, der Strom muss ja irgendwo herkommen, den Wasserstoff herzustellen, brauche ich ungefähr 40 Kilowattstunden. Das heißt, ein Wasserstoffauto braucht ungefähr 2- bis 3-mal so viel Windräder wie ein Batterieauto, weil ich einfach sehr viele Wandlungsverluste habe, um aus dem Strom erstmal Wasserstoff zu machen, um diesen Wasserstoff mit Tankern zu verteilen oder mit Pipelines und dann aus dem Wasserstoff wieder Strom machen, weil auch ein Wasserstoffauto hat einen Elektromotor, der wird bloß der Strom mit Wasserstoff erzeugt. Das heißt, ich habe irre Verluste in dieser Kette. Wasserstoff macht an manchen Stellen Sinn, wo ich sehr große Energiemengen speichern muss. Aber für ein normales Auto, wo man sagt, 500 Kilometer Reichweite reichen Batterieautos. Da werde ich halt sehr viel weniger Windräder bauen müssen. Man sagt, wenn man alle deutschen Autos auf Batterieautos umstellen würde, bräuchten wir ungefähr 20% mehr Strom. Der deutsche Stromexport, also den Überschuss, was wir in Deutschland zu viel herstellen, liegt bei ungefähr 20%. Das heißt, bei nichten wird unser Stromnetz zusammenbrechen, nur weil wir Elektroautos nutzen. Und zudem sind die Autos ja auch nicht alle auf einmal da, die werden ja über die Jahre eingeführt. Das Netz wächst ja ein bisschen mit. Eine Sache, die ich hier leider nicht drin habe als Grafik, aber ich erwähne sie nochmal, es gibt diese sogenannten Sunfuels. Dann versuche ich erstmal aus Windenergie Wasserstoff zu machen, zum Wasserstoff mit chemischen Prozessen, ich sag mal so etwas Ähnliches wie Benzin, und das verbrenne ich dann im Auto. Wenn man sich die Kette hier anguckt, habe ich sehr viel Verluste bis beim Wasserstoff. Dann Wasserstoff und daraus synthetisches Benzin zu machen, werde ich wieder Verluste haben. Und dann Verbrennungsmotor habe ich noch mehr Verluste. Das heißt, wenn ich von diesen Sunfuels rede, dann werde ich nicht hier, sagen wir mal, 3-mal mehr Windräder, Solaranlagen bauen müssen, wie bei den Batterieautos, sondern sowas wie 6-mal mehr Windräder. Das heißt, die haben eine irre schlechte Energiebilanz.
Es gibt Stellen, wo das Sinn macht, ich sage mal Flugzeug oder so, wo wir nicht groß andere Möglichkeiten haben. Langstreckenflugzeug, das wird noch sehr lange dauern, bis wir das mit Batterien fliegen können. Kurzstrecke ist was anderes, da gibt es die ersten Prototypen. Aber es gibt Stellen, wo wir das vielleicht machen müssen, aber das Auto wird keine sein. Das heißt, lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Verkehrsministern blenden, die von Wasserstoffautos schwärmen. Lastwagen, kann man drüber reden. Aber ist auch noch nicht gesagt. Nächste Grafik. So, es gibt hier immer noch diese, ich sag mal, Biodiesel. Oder, das kennen vielleicht manche, steht an der Tankstelle immer dabei. Hier sind 5% Biodiesel mit beigemischt in jeden Tropfen normalen Diesel. Oder ich habe bei den Benzinern, heißt das Ganze Bioethanol, also das ist effektiv Alkohol, der aus Pflanzen gemacht wird und der wird dem Benzin beigemischt. Auch 5 bis 10%, das ist dieses E5 oder E10 an der Tankstelle. So, angenommen, ich versuche damit ein Auto zu fahren. Ich habe jetzt so ein Hektar Land und pflanze da Energiepflanzen und versuche daraus Bioethanol zu fahren. Aus einem Hektar Land, wie weit kann so ein Auto damit fahren? 34.000 Kilometer, denkt man, super. Das heißt, ich brauche für mein Auto vielleicht so einen halben Hektar Land, 50 auf 100 Meter. Das ist ja ein Schnäppchen. Erstmal, nee, gar nicht so einfach. Bei Biodiesel sieht es ähnlich aus. Biomethan ist ein bisschen besser. Oder wenn man Biomass Liquid macht, was aber extrem rauskriegt, ist hier Strom aus Photovoltaik. Wenn ich jetzt auf diesen einen Hektar Solarzellen aufstellen würde, könnte das Auto 4 Millionen Kilometer fahren und nicht 30.000. Man sieht, dass es da einen Riesenfaktor zwischen gibt. Wenn man jetzt auch noch überlegt, dass man unter die Solarzellen immer noch Lebensmittel anbauen kann. Es gibt hier ein schönes Experiment in Baden-Württemberg mit Solarzellen über Feldern. Die sind dann nicht ganz so dicht gestellt, ich sage mal nur halb so dicht. Die werfen Schatten auf das Feld. Je nach Fruchtpflanze hat das keinen Einfluss, also mal so -10%. Manchmal sogar hat man mehr Ertrag, weil man durch die Verschattung weniger Verdunstung hat. Dann können die Pflanzen besser wachsen, gerade bei Wassermangel. Das heißt, ich kann das sogar kombinieren. Ich habe also keine Diskussion, ob ich jetzt etwas für den Teller anbaue zu essen auf dem Feld oder etwas für den Tank, für das Auto. Man kann das kombinieren, ohne dass man den Teller da etwas wegnimmt. Wenn ich jetzt angucke, in Deutschland, wie viel Fläche haben wir? Davon, ja, so, man sieht hier, 7 Millionen Hektar sind irgendwie genutzt für Siedlungen, 16 Millionen ist landwirtschaftliche Nutzfläche, wir haben Wälder. Allein diese landwirtschaftliche Nutzfläche geht viel für Futtermittel drauf, also das wird effektiv alles im Fleisch enden, Nahrungsmittel direkt, und es gibt diese 14% Energiepflanzen. Man sagt, der komplette Strombedarf Deutschland inklusive Wärme, Autos und allem anderen zusammen liegt so bei 2% der deutschen Fläche. Das heißt, wenn man aufhören würde, Biodiesel mit Rapsfeldern anzubauen und einfach auf diese Zellen Solarzellen stellt, hätte man eigentlich schon 5-mal so viel Energie, wie wir brauchen. Und man kann darunter noch Landwirtschaft machen oder man kann es stilllegen. Dann hat man sogar der Natur etwas gegeben, weil typischerweise in solche Solaranlagen oft kleine Biotope, weil da einfach kein Mensch reingeht. Wärmesektor. Wie heizen wir unsere Häuser? Eine total tolle Technologie, die ich einfach mal erzählen möchte, ist die Wärmepumpe. Wenn man heutzutage durch so ein Neubaugebiet hier in Baden-Württemberg geht, sieht man immer vor den Häusern so Kisten mit Ventilatoren drin. Mich immer gewundert, was soll das denn? Scheint so ein neuer Trend zu sein. Haben die jetzt alle Klimaanlagen? Naja, so etwas Ähnliches, das Gegenteil einer Klimaanlage. Eine Klimaanlage entzieht dem Haus Wärme und pustet sie nach außen. Eine Wärmepumpe entzieht der Außenwelt Wärme und pustet diese Wärme nach innen. Das heißt, es wird außen kälter, innen wärmer. Damit kann im Winter heizen. Das Tolle ist, dass man ein bisschen Strom braucht für diesen Pumpvorgang, aber die eigentliche Wärme nicht durch den Strom erzeugt wird, wird draußen entzogen oder aus einer tiefen Bohrung aus dem, ja, ich sag mal, Erdreich entzogen. Das heißt, wenn man hier vergleicht, wie viel Strom braucht man, wenn man so einen Elektrokessel hat, ich sage mal eine typische Nachtspeicherheizung, sind wir ungefähr hier. Wenn wir mit Wärmepumpen vorgehen, braucht man nur ein Drittel des Stroms. Also deutlich, deutlich weniger. Wenn wir jetzt sagen, naja, wir können ja aus dem Strom auch Wasserstoff machen, mit dem Wasserstoff heizen, dann sind wir hier. Dann brauchen wir deutlich mehr Primärenergie, also Windräder und Solaranlagen. Wärmepumpen funktionieren nicht immer und überall. Also bei Altbauten kann es ein Problem geben. Also bei uns zu Hause hat es gut geklappt, weil wir gleichzeitig gedämmt haben. Aber das ist halt so ein Trend. Man kann, wenn man die Wärmeversorgung von Häusern plötzlich auf Strom umstellt, braucht man nur noch einen Bruchteil der Energie. Also diese 50% am Anfang von unserem gesamten Energiekuchen, den Deutschland hat, ist hier die Hälfte Wärme. Wenn man das mit Strom macht, ist dieses Stück plötzlich viel kleiner und wir schaffen es dann vielleicht doch, das mit Strom zu erschlagen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo man Wärme her kann. Das ist sogenannte, ich sag mal, Abfallwärme. Es gibt so etwas wie Geothermiekraftwerke, hier in Bruchsal steht eins, die
haben irgendeine Art der Wärme, aus der sie dann Strom machen. Vielleicht ziehen sie aus dem Boden raus oder sie verbrennen Biomasse und machen damit Strom. Und dann bleibt immer Wärme übrig. Man kann Wärme nicht 100% in Strom umwandeln. Diese Wärme, die übrig bleibt, die muss man wegkühlen. Entweder man heizt einen Fluss auf oder man hat irgendwelche Kühltürme oder irgendwelche großen Ventilatoren. Oder man nimmt diese Wärme und heizt damit die Nachbarstadt. Man hat also Nah- und Fernwärmenetze. Und all diese Abwärme, diese Abfallwärme lässt sich da perfekt nutzen. Und das Schöne an Wärme ist, lässt sich über Monate speichern. Alles, was man braucht, ist ein ganz, ganz großes Behältnis, was isoliert ist, wo viel Wasser drin ist. Und dann haben diese großen Behälter sowas wie 1 Grad Temperaturverlust pro Monat, also fast nichts. Die einfachsten Beispiele, die ich gesehen habe, waren eine große Grube, die in Dänemark ausgehoben wurde, Folie rein, Dämmmaterial drauf, noch eine Folie drüber. Und dann war das ein großer See, der abgedeckt war. Lässt sich also sehr kostengünstig herstellen. Genau, und alles, was wir nicht aus dieser Abwärme kriegen, können wir immer noch über Strom machen. Letzter Industriezweig, den ich nochmal erwähnen will, chemische Industrie. Zum Beispiel Ludwigshafen, hier bei uns um die Ecke, BASF. Fast alles, was irgendwie, ich sag mal, an Kunststoffen oder Ähnlichem hergestellt wird, Medikamente, ganz viele synthetische Materialien, haben irgendwie immer ihren Anfang in der Petrochemie. Also das heißt, man nimmt irgendwie Öl, Rohöl, zerlegt das, macht daraus gewisse Stoffe, aus denen macht man wieder andere Stoffe und so weiter. Man hat immer ein Ausgangsprodukt irgendwo im Öl. Und Öl ist eigentlich nichts anderes als Kohlenstoff, also das, was wir in die Atmosphäre als CO2 entlassen, und Wasserstoff drumherum. Was man jetzt auch alternativ machen kann, was ich extrem spannend finde, ist, man nimmt Ökostrom, macht daraus Wasserstoff. Hat mir schon mal erwähnt, bei den Autos zum Beispiel. Aus dem Wasserstoff kann ich Methan machen. Methan ist ein Gas, wie man es auch, effektiv das gleiche wie Erdgas. Das ist Kohlenstoff und Wasserstoff, wenn man so will, kombiniert. Diesen Kohlenstoff kann ich aus der Atmosphäre nehmen. Das heißt, das CO2, was wir in die Luft geblasen haben, was da zu viel ist, können wir wieder einfangen, zusammen mit Ökostrom und Wasserstoff, daraus Methan machen und daraus Plastik machen. Also aus CO2-Emissionen, die mal waren, können wir Hilfe und Ökostrom, die ja verstofflichen und nutzen. Das heißt, wir haben hier plötzlich eine negative Emission und vor allem dieser ganze Industriebereich, eine Sache, ich glaube zum Beispiel alleine die Herstellung von Zement ist weltweit für, glaube ich, 6-8% der CO2-Emissionen verantwortlich. Man sollte also nicht unterschätzen, was diese ganzen Stoffe für einen Einfluss haben auf die Welt. Und auch da kann man viel machen und da ist Wasserstoff ein sehr, sehr wichtiger Ausgangspunkt. Zum Beispiel bei der Stahlherstellung, wenn man sich die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung anguckt, die gerade veröffentlicht wurde, wird das auch viel bepriesen. Leider ist da immer noch so ein bisschen unser Verkehrsministerium drin, dass sie da versucht haben, Autos rein zu verhandeln. Der Rest ist sinnvoll, die Autos vielleicht nicht unbedingt. Sektorenkopplung. So, dann bin ich aber auch gleich durch. Kurzer Exkurs, ich rede jetzt mal ganz kurz nicht über Energie. Sagen wir mal, wir haben eine ganz große Firma. Die hat 3 Abteilungen. Eine Buchhaltung, ein Lager und ein Verkauf. Jede Abteilung hat ab und zu mal Spitzen, wo da ganz, ganz viel los ist. Ich sag mal, die Buchhaltung muss einen Jahresabschluss machen. Das Lager muss Inventur machen. Der Verkauf hat sein Weihnachtsgeschäft. Diese Lastspitzen sind nicht unbedingt gleichzeitig. Wenn jetzt jede Abteilung so viele Leute einstellen müsste, dass sie das zu Spitzenzeiten alleine schafft, habe ich den Rest des Jahres da ganz viele gelangweilte Leute in der Abteilung rumsitzen. Dafür habe ich halt überall Spezialisten sitzen, die ihren Job sehr, sehr gut können. Alternativer Ansatz ist, ich habe halt die Abteilungsteams kleiner und habe Springer, die sich dann halt je nachdem, wo sie gebraucht werden, auf die Abteilung verteilen. Die sind dann vielleicht nicht ganz so gut in ihrem Job, aber insgesamt brauche ich hier viel weniger Personaleinsatz, erzeuge also weniger Kosten und schaffe das Gleiche. Und das übertragen wir jetzt mal auf das Energiesystem. Wir haben, ich sag mal, die Energie, die wir herstellen, Solar, Wind, Wasserkraft, ist unsere Mitarbeiter hier. Was wir machen wollen, ist, wollen Wärme erzeugen, wollen Chemie machen, wir wollen Autos fahren lassen, wir brauchen Strom. Das sind diese Abteilungen. Wenn wir es also schaffen, diese Abteilung so zu vernetzen, dass die Energie springen kann, also je nachdem, wo sie gerade gebraucht wird. Ich sag mal, Weihnachten stehen alle Fabriken still, aber vielleicht brauchen die paar Tannenbaumlampen besonders viel Strom. Stimmt jetzt nicht, aber das heißt, diese Energie kann wechseln, je nachdem, wo sie gebraucht wird. Im Sommer sind es die Klimaanlagen, im Winter ist es die Heizung. Und wenn ich da die Energie zur Verfügung habe, dass ich also nicht Spezialisten brauche, spezielle Rohstoffe für die Wärme, spezielle Rohstoffe fürs Gas, sondern das koppeln kann, habe ich viel gewonnen. Was man halt machen kann, man kann den Ökostrom direkt als Strom verbrauchen, man kann daraus Wasserstoff machen, kann es aber auch wieder zurückwandeln. Aus Wasserstoff kann man Methan machen,
kann auch wieder zurückgehen. Man kann das Ganze im Gasnetz speichern. Wir haben in Deutschland eine strategische Gasreserve für, ich sag mal, kalte Kriegsnotfälle von, glaube ich, über 3 Monaten. Das heißt, wir haben schon riesige Speicher. Das heißt, ich könnte diesen Ökostrom in Wasserstoff machen, wandeln, Methan wandeln und im Gasnetz und in Gasspeichern lagern. Das heißt, die Speicher sind noch da. Was uns fehlt, sind die Pfeile. Wir könnten, wenn wir das im Gasnetz haben, auch damit Wärme machen, auch mit den aktuellen Technologien. Ist noch nicht sonderlich effizient, aber das kann man verbessern. Pumpspeicher und Batterien. Wir können Strom in Batterien speichern. Und Autos sind eigentlich Batterien in Zukunft. Das heißt, wir können Autos einfach immer nur dann aufladen, wenn Strom übrig ist. Das wirkt dann effektiv so wie ein Speicher. Wir verpacken es dann zwar nicht unbedingt ins Stromnetz zurück, verbrauchen es halt, wann wir es verbrauchen, aber vielleicht sagen wir einfach dem Auto, weißt du was, es ist okay, wenn du morgen früh um 7 Uhr voll bist, lad dich, wann immer du Lust hast. Hauptsache, du bist um 7 Uhr voll. Oder ich sage, naja, für diese Woche reicht der Tank. Es reicht mir, wenn du am Wochenende dich wieder voll machst. So etwas ähnlich mache ich jetzt zu Hause mit meiner Solaranlage. Das lädt mein Auto immer nur auf, wenn ich Strom übrig habe. Das kann man aber auch größer denken, deutschlandweit oder europaweit. Überhaupt ist Europa noch ein gutes Stichwort. Wenn man sich die Europakarte anguckt, da ist nie überall das gleiche Wetter. Manche Stellen ist Sonne, manche Stellen ist Wind. Wenn wir jetzt also mehr Stromleitungen zwischen diesen Ländern hätten, könnten wir das ausnutzen. Vielleicht hat Deutschland gerade eine Dunkelflaute, aber Spanien bestimmt nicht. Und notfalls ist in Norwegen immer noch irgendein Stausee voll, wo wir das Wasser rauslassen können und da Strom erzeugen. Und das passiert. Das ist auch ein ganz großer Teil der europäischen Strategie von dem European Green New Deal. Und sogar darüber hinaus, es wird auch jetzt schon an der großen Stromleitung zwischen Norwegen und Deutschland gebuddelt, damit wir unseren Windstrom, den wir zu viel haben, dort in ihre Wasserseen einspeichern können, also Wasser bergauf pumpen. Und wenn der Wind hier mal nicht weht, kriegen wir von Norwegen den Strom zurück. Das heißt, es gibt hier viele Ideen, wie man Sachen kombinieren kann und dadurch besser wird. Genau. Aber können wir uns das alles überhaupt leisten? Das ist nicht eigentlich viel zu teuer? Antwort ist eigentlich nicht. Das ist jetzt leider eine sehr alte Grafik von 2018. Das ist schon wieder besser geworden. Das Gelbe ist Photovoltaik. Kleine Anlagen haben so eine Stromherstellungskosten so zwischen 7 und 11 Cent. Ich glaube, das ist mittlerweile auch nochmal besser geworden. Große Freiflächenanlagen, wenn man sich jetzt die Ausschreibungen anguckt, sind, glaube ich, mittlerweile so bei 4 Cent, 3 Cent. Also die sind hier im unteren Bereich. Wind ist ein bisschen teurer. Biogas, also Biomasseverstromung, ist noch teurer. Aber vor allem Kohle ist nicht billiger. Es gibt viele Länder der Welt, wo heutzutage, ich habe, glaube ich, es gab einen Report von der weltweiten Energieagentur, die hat vorgerechnet, dass die Hälfte der Kohlekraftwerke weltweit wäre es billiger, sie stillzulegen, obwohl sie schon längst abgeschrieben sind, und neue Solar- oder Windkraftwerke zu bauen und Batterien daneben zu stellen für die Nächte. Und es wäre immer noch billiger, als einfach die Kohleverstromung weiterzumachen. Das heißt, selbst ein abgeschriebenes Kohlekraftwerk ist immer noch teurer, als das Geld in die Hand zu nehmen und neue erneuerbare Energie zu bauen. Und wenn man sich das anguckt, woran das liegt, es gibt einfach einen irren Preisverfall. Das ist jetzt eine Grafik, die ist ein bisschen kompliziert zu lesen, weil das alles logarithmische Achsen sind. Kennt man vielleicht aus Corona-Zeiten, das ist so gestaucht. Hier sieht man halt so Preis pro, was ist das? Watt, Kilowattstunde Peak. Ja, habe ich irgendwie normiert auf 2018, dass das ungefähr 1 ist. Genau, also man sieht, das ist hier von irgendwas 15 auf irgendwie 0,23 gefallen. Das ist also mehrere Größenordnungen gefallen. Und wann fällt es? Immer wenn wir mehr bauen. Immer wenn wir, was hier draufsteht, ist 24% Preisreduktion bei Verdopplung der installierten Leistung. Also umso schneller wir wachsen mit der erneuerbaren Energien, umso schneller werden wir billiger. Und das beschleunigt sich halt jetzt sogar. Und man sieht diesen Trend hier, letzten Jahre waren sogar noch steiler. Das heißt, es ist immer billiger. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Geld gibt Deutschland für erneuerbare Energien aus? Ja, wir haben mal sehr viel ausgegeben, 2010, 2011. Dann kam die Kohlelobby und die Öllobby, hat gesagt, das geht aber so nicht. Und dann gab es Novellen im Erneuerbaren Energiegesetz und es wurde alles zusammengestrichen. Und das ist dann auch die Phase, wo in Deutschland die ganze Solarbranche pleite gegangen ist und alles nach China exportiert wurde. Selber schuld, momentan sieht die Branche eigentlich wieder ziemlich gut aus, aber halt nicht in unserem Land. Genau, das heißt, wir können da mehr Geld reinstecken, müssen es nur wollen, es wird auch was bringen. Aber es kommt etwas ins Rollen. Jetzt kurz zu den guten Nachrichten. Letztes Jahr waren 1,4 Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland, allein an einem Tag. Das war der größte Protest, wenn ich das richtig recherchiert habe, jemals in Deutschland. Es gab noch nie so große Proteste.
Fridays for Future sei Dank. Wenn man sich anguckt, was dieses und Ähnliches ausgelöst hat, BlackRock, größter Finanzkonzern weltweit, zieht sein Geld aus den Fossilen ab und ganz, 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 ganz viele andere Konzerne auch. In der USA stirbt der Kohlebergbau trotz Trump. Trump sagt immer, ja, er schaufelt Kohle und Kohle ist toll und er ist für Kohle. Das sagt er zwar, was aber wirklich passiert, wie so immer bei Trump, ist, dass die Kohle pleite geht, sie ist zu teuer und dass selbst ohne Kohlenstoffsteuer, wie es in Europa ist, also in Deutschland, in Europa ist der Trend sogar noch größer. Wenn man das jetzt mal berücksichtigt, dieser Kohleausstieg in Deutschland bis 2038, erstens viel zu spät, zweitens kommt es vielleicht von ganz alleine viel schneller, da Kohle zu teuer ist. Vielleicht legen die Kraftwerksbetreiber das alles freiwillig still. Die Europäische Kommission will 1 Billion Euro für den Klimawandel investieren. Wenn ich es richtig verfolgt habe, ist es ja 1,7 Billionen haben sie jetzt für Klimawandel und Corona ausgegeben. Ich glaube, Dienstag oder Montag war das. Und davon ging 30% jetzt in Kampf gegen den Klimawandel. Es ist irre viel Geld und wenn man sich auch in den USA die Programme anguckt, was der Joe Biden jetzt möchte, der möchte nochmal das Doppelte wie die Europäische Union, nämlich 2 Billionen für den Kampf gegen Klimawandel investieren. Der möchte die USA bis 2035 klimaneutral haben. Es kommt hier etwas ins Rollen, nicht nur, weil es schick ist, sondern weil es sich mittlerweile wirtschaftlich sogar lohnt. Und wer jetzt der Erste ist, gewinnt diesen Markt. Wenn man sich jetzt anguckt, welche Länder investieren wie viel Geld in erneuerbaren Energien, China ist ganz, ganz vorne mit dabei. Europa war mal weit vorne, so wie Deutschland auch, das ist, ja, Deutschland ist hier vorne irgendwo, aber es hat wieder nachgelassen. Und USA ist gar nicht mal so schlecht. Also von wegen China sind die Bösen. Was man halt sagen kann, die Energiewende hat volle Fahrt aufgenommen. Es geht wirklich voran. Was wir jetzt machen sollten, ist versuchen, dass dieser Zug weiterrollt und nicht in irgendwelche Sackgassen reinfährt, wie Solardeckel, wer das in der Presse verfolgt hat, oder Verbrennungsmotor. Und dafür können wir uns engagieren. Und da komme ich auch schon zur letzten Grafik, nämlich, was können wir denn jetzt als Individuen tun? Natürlich können wir sehr viel machen über unser politisches System, die Staatengemeinschaft Europa, Deutschland, Bundesland, Kreis, Stadt. Wir können als Bürger da Einfluss nehmen über Wahlen, über Initiativen, über Bürgerbegehren, Petitionen, Streiks. Wir können über Verbände, Unternehmen Druck ausüben. Wir können Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen ermutigen, das Ganze unterstützen. Wir können also Werbung für die gute Sache im Freundes- und Bekanntenkreis machen. Wir können auch die eigene Lebensweise etwas ändern. Wie gesagt, wir werden es damit nicht reißen, wenn nur ein paar Individuen das ändern. Aber wenn das zu einem Trend wird und dann von der Politik vielleicht irgendwann ja, unterstützt oder irgendwann verpflichtend wird, indem zum Beispiel Verbrennungsautos verboten werden, wie in ganz, ganz vielen europäischen Nachbarländern jetzt schon, dann kann auch die eigene Lebensweise ändern durchaus was bringen. Und ein paar Beispiele sind, jeder kann Ökostrom buchen. Das kostet fast das Gleiche. Das sind ein paar Klicks im Internet. Jemand kann kein Auto mehr benutzen oder ein E-Auto nutzen oder zumindest weniger Auto nutzen. Man kann weniger fliegen, weniger Fleisch essen, Heizung runterdrehen, Hausdämmen, Photovoltaikanlage installieren. Genau. Und damit würde ich auch schon schließen und einen kleinen Werbeblock noch einschieben, nämlich diesen Vortrag halte ich gerne nochmal, auch den Vortrag vom letzten Mal halte ich gerne nochmal, wenn es hier also im Umkreis vom Bruchsal oder irgendwo anders, sag mal, Vereine gibt oder Kirchen, Firmen, die denken, ja, warum nicht, wir haben ohnehin ein Treffen im Kollegenkreis oder im Freundeskreis, lasst uns doch mal einen kleinen Vortragsrunde hier einbauen, wir kommen gerne vorbei. Jetzt